Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 2019. Heute ist mal eine relativ ruhige Folge, denn ich habe gedacht, ich tue heute aufnehmen, damit ich die Folge für diese Woche fertig habe. Und dann kann ich ein bisschen Aufträge machen, damit wir ein bisschen Geld für die nächsten größeren Projekte haben. Wie gesagt, ich tue ja viel in der Serie wirklich viel mehr, wie ihr in der Vordergrund seht. Ich tue viel mehr da, also spielen, als ihr seht, weil einfach dann die normalen Missionen da drin sind oder so ganz normale Felder, Ernten und sowas ist da alles drin, nicht seht ihr nicht, damit einfach, ja, es doch ein bisschen schneller vorangeht, weil wie gesagt, es ist ja kein Haupt-Let's Play, es ist einfach nur was zwischendurch und da spiele ich doch lieber privat so ein bisschen, wenn ich einfach gerade Zeit habe und Ruhe. Da lohnt sich auch nicht immer den Aufnahmeknopf zu drücken oder hier live zu gehen, weil dafür habe ich leider auch nicht immer unbedingt Zeit. In der Zeit habe ich überhaupt nicht mehr geschafft, auch irgendwie nur einen Livestream mal zu machen. Leider. Aber was will man machen? Irgendwann wird es schon wieder funktionieren. So, wir werden jetzt hier erstmal überall diese Platten wieder reintun, damit wir Honig produzieren können. Ich muss gleich irgendwie gucken, was kann ich? So. Mal schnell mit X zu, R Produktionstab öffnen. Was ist das? Honigwaben muss ich erstmal entlernen hier, warte mal. Jetzt kann ich eine der Honigwaben da drüben wieder reinstecken. Wieder hier irgendwo hingehen und mir wieder eine Das ist irgendwie komisch. Warum kriege ich die hier nicht raus? Oh. No, bleib hier, mein Freund. Aber wahrscheinlich, weil der den Honig nicht mehr ausleiten kann. Das Problem haben wir schnell belegt. Da tun wir den Honig jetzt. Einmal reinfüllen. Dann ist er einmal wieder leer und dann kann ich hier wieder auf R drücken und jetzt kann ich wahrscheinlich die rausnehmen, oder? Ja. Perfekt. Das läuft doch schon jetzt besser. Rein damit. Honigbox voll. Maximum eine Ausnahme. So. Ich sehe wieder, was ausgewählt werden muss. Scheint so. Aber da sind mehr drin. Seht ihr das? Die kriegt man nicht. Das ist beschissen. Das ist doch reiner Beschiss hier. So. Und gleich die Maschinen nochmal auffüllen. Da fehlen jetzt halt wieder Gläser. Und dann tragen wir das. Ey! Die guten Honig. Das ist der gute Honig. Jetzt sagen wir den Honig wieder rüber in den Laden. Und bringen den dort zum Verkauf. Dann schauen wir rein. Honigverkauf. 1 Liter die Stunde, wir haben 80 Gläser. Ne, 14 Gläser haben wir drin. Und wir haben 14 Stunden lang noch Honig. Aber ja, gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Was wir auch mal schauen müssten, wäre der Punkt, dass wir irgendwo unsere Fahrzeuge gescheit unterstellen. Hallo Ferdis, na, wie geht's euch? Einmal tun wir hier schnell das Befüllung starten. Ihr seht schon, ich habe hier alles irgendwo platziert, wo ich gerade Platz gefunden habe. Und wir müssen halt wirklich mal eine Halle bauen, wo wir wirklich was unterstellen können. Beziehungsweise auch alles vorbereiten, dass wir sozusagen unsere Sachen dementsprechend machen können. Da ist schon wieder ein bisschen Dreck angefallen. Hier ist bis jetzt auch nur eine Palette hinzugekommen. Unten das Feld habe ich bestellt und habe auch Kalk abgelegt. Das können wir uns nochmal hier anschauen.
Keine Bodenpumpe zum Analysieren. Da müsste das eigentlich auch passen, wenn wir hier pH-Wert, das finde ich, ist noch in einem okayen Bereich. Das ist hier irgendwo so bei 6,0 jeweils. Und Stickstoff, das habe ich nicht ganz kapiert. Hier hat er irgendwo dann aufgehört. Hat er gesagt, nee, kein Bock mehr, da mache ich nichts mehr. Genauso das hier. Ganz weirde Sache. Das Großteil des Feldes hat genug Stickstoff jetzt und der Ertrag ist halt dementsprechend noch nicht bekannt. Aber wenn da die Wiese wächst, dann werden wir unten richtig schön abmähen. Und ja, was ihr auch ausprobieren könnten, wäre ja Baummodus. Wo ist denn der wieder? Baummodus hier. Das wird mir jetzt wahrscheinlich Schweinegeld kosten, aber ich will es einfach mal wissen. Wo können wir denn hier am besten anfangen? Hier, ne? Modellieren. Modifikation ändern. Nee, Nee, warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Warte mal. Planieren. Alter, das geht sogar nice. Leute, wir können hier ein mehrstöckiges Gelände bauen. Was natürlich dezente Vorteile bringt. Also wir können hier richtig schön umbauen. Weil dann würde ich dann das andere jetzt dann hochsetzen. Dann bauen wir da einen schönen Wandteil hin. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen. Wir müssen schnell eine Motorsäge kaufen. Und versuchen an den Baum zu kommen, den ich gerade weggesäbelt habe. Ja, hupsala. Wo ist das denn? Ah, das ist cool. Dann können wir hier richtig schön umbauen. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir die hier. Ja. So, gib mir die Motorsäge, dann machen wir mal rein Tisch gleich. Okay, man kann mit X das Ding verstärken. Wusste ich das jetzt auch noch nicht. Dann sägen wir einmal das Bäumchen durch, ne? Baumfeld! Die müssen wir dann alle noch absägen, oder wir brauchen so ein wie heißt es denn jetzt? So ein Stumpfentferner. Schauen wir mal, ob wir an den anderen Baum reinkommen, den ich zum Schweben gebracht habe, oder ob ich da jetzt wieder speziell handeln muss. Ja, hinkommen tue ich, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr weggemacht. Da muss ich dann gleich nochmal genauer hin. Oh, nicht aufs Hütchen! So, der Baum muss auch weg, weil wir werden hier das ganze Teil ein bisschen umbauen. Also ich werde wirklich hier komplett umdesignen ein bisschen. Damit wir einfach mehr Platz haben. Das heißt, jetzt erstmal entasten. Ganz easy und schnell. Ast für Ast. Na, 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 na. Warum gibt's den Ast her? Perfekt so. Chunk. Außerdem, ich werde es hier mal teasern, also wer dieses Video bis jetzt geschaut hat, der kriegt einen Special Teaser. Es ist ein Großprojekt geplant in Minecraft. Bedeutet, wer sich für sowas interessiert wie Roleplaying oder sowas, sollte mal an der Stange bleiben. Da wird eine Kleinigkeit dann hier bald kommen. Und ja, mehr verrate ich jetzt aber auch nicht. Denn das ist ja noch alles sozusagen in the making. Und da verrate ich noch nicht alles. Nein, nein. Nein, nein. So. So, brech das ganze Zeug mal hier durch. Nacheinander die Bäume ein bisschen entfernen.
Und dann werde ich bis zum nächsten Mal schon ein bisschen Geld sammeln und alles. Damit wir dann wirklich umbauen können. Dann tun wir in der nächsten Folge unser Gebiet hier ein bisschen ummodellieren. Vielleicht gar nicht mal so doof. Dann haben wir ein richtig cooles Gelände am Ende vielleicht noch. So, ich muss jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. Die ganzen Äste und alles. Warte mal. Ich hasse teilweise die Äste abschneiden. Das ist ein eigener Graus für sich dann, ne? So. Tun wir mal so ein bisschen stapeln, dann haben wir nicht hier so einen schönen Haufen. Klock. So, warte mal, wo sind jetzt, wo sind die Äste? Da sind sie. Hey. Bin mal wieder alles kein Bock hat. So. Das ist jetzt wieder Schweinearbeit, aber es wird sich bestimmt. Also ich denke mal, es wird sich lohnen. Wenn wir richtig schön das gerade Gelände haben, das da oben schön ausarbeiten und alles, dann kann das bestimmt richtig cool ausschauen. Muss mal schauen, ob ich so Steine finde, die man sozusagen überall platzieren kann. Dann können wir da so eine Steinmauer, also so wirklich so eine Steinmauer hinmachen, wie als ob das abgestützt ist. Das muss ja dann richtig geil ausschauen. So, okay, dann nehmen wir den jetzt mit. Klack. Da hat man doch gleich mal wieder ein schönes Feuerholz fürs Abends, fürs Feuer, ne? Und draußen wieder im Lager unterwegs ist. So. Klack. Schlecht aus wie so ein Lagerfeuer, was man aufschlichtet. Ungeplant und ungefiltert. Nur hier bei mir. So. Drin. Zack. Und. Aber der bauen wir schon mal weg. Das ist perfekt. Man muss die Äste wahrscheinlich erst. Ne, man muss nur an den richtigen Punkt kommen von dem Ast. Schon, das geht doch. Du musst nur den richtigen Punkt erwischen jeweils. Dann wird der Baum ganz schnell kahl. Und nochmal hier. Scheißegal, ich mehr. Es liegt auch mehr, aber ich will jetzt nicht eigentlich so. Perfekt, und da ist auch noch, ne? Du kommst nicht an Muffel vorbei, du Freund. Zack. Und dann auch wieder. Einmal ein schönes Scheibchen. Was machst du da? Okay, so. Wenn du denkst, dass das so passt, dann machst du, ne? Halt dich nicht auf. Noch ein. Ästchen klein ging allein in die weite Welt hinein. Hallo, Baum stumpf. Ja. Zack, okay, jetzt haben wir noch die Äste wieder raus. Das ist jetzt eine Handarbeit, damit wir danach das auf den Hänger aufladen können und dann wegbringen können zum Verkauf. Und dann kriegen wir davon wenigstens auch ein bisschen Geld. Und ja. Aber auf die Idee werde ich gar nicht kommen, dass du so geil transformieren kannst, dieses ganze Gelände. Das macht natürlich, gibt dir bestimmte Möglichkeiten auch hier am Berg, wenn du alles umbaust und umänderst. Klar. Hast du denn diese schöne Wald, diese schöne Berglandschaft nicht mehr so, sondern hast halt so ein Industriegebiet. Aber du musst auch überlegen, du brauchst Platz für einen fucking für so einen blöden, für so eine Farm. Also, nee. Was soll ich schon machen? Mini-Kühe halten, Liputaner-Kühe oder sowas? Nee, nee. Da halten wir schon gute Kühe. Wenn, dann brauche ich dafür Platz.
So. Das können die wahrscheinlich auch häckseln, aber wir machen ja kein Häckselgut jetzt hier. Objekt ist zu schwer, ja, dann. Alles nochmal teilen! Gott sah, kam und teilte. Oder so. Frag mich nicht. Bin ich göttlich? Bin ich gläubig? Göttlich bin ich so oder so nicht. Wenn ich das wäre, dann wüsste ich das, glaube ich. Denke ich, vermute ich. Wie ist denn das? Wird man dann so angerufen, so, hey, du bist jetzt göttlich. So, wir sind durch den Stamm. Zack. Aber man sieht schon, wie viel Platz man auf einmal kriegt. Das war vorhin alles schräge Flächen. Wenn wir das jetzt schön alles gerade ausarbeiten, dann haben wir richtig schön Platz hier am Ende. Mega geil. Also ganz ehrlich, ich weiß. Ich muss mir noch was überlegen, wie ich diesen Stamm hier wieder zurückhole. Ich werde bis zur nächsten Folge die ganzen Bäume hier ein bisschen entfernen, damit wir Freiland kriegen. Und dann werden wir in der nächsten Folge mit mehr Geld. Also ich versuche mal auf die 500.000 zu kommen oder sowas. Vielleicht kriege ich mehr hin. Mal schauen, es ist ja leider nicht so viel Zeit, aber 100.000 wäre schon mal gut. Nochmal ein 100er da drauf, damit wir halt also wirklich Geld haben auch zum Umbau. Dass wir dann vielleicht so zweistöckig haben, dass wir so eine schräge Rampe... Boah, das wäre mega. Also eine leicht schräge Rampe da hoch, also hier so. Weißt du, hier so nach oben. Sieht natürlich bestimmt auch mega geil aus. So, ich räume das jetzt hier alles sozusagen auf einen schönen Haufen, damit wir dann mit dem Hänger hinfahren können, alles aufschmeißen können. Dann fahren wir zum Holzhändler und verkaufen das Ganze. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir, dass das hier alles ein bisschen sauberer wird. Dann sollten die ganzen Bäume hier auch weg sein und dann schauen wir, dass wir, denk mal, bis fast hier alles gerade walzen. Oder wir werden es noch anschauen, genau wie wir es machen. Auf jeden Fall werde ich versuchen, unsere Anlage ein bisschen zu modernisieren. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.